So. Jetzt sind wir drin. Und gehen auch gleich wieder raus. Weil wir brauchen etwas zum Navigieren. Da wir uns sonst verirren da unten. Also man stirbt nicht, aber man kommt dann wieder am Ausgang an. Und läuft sozusagen nur im Kreis. So, das heißt, wir müssen nochmal zurück zu den Kannibalen. Jetzt von denen was zu holen, was uns hilft. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man das schon hätte vorher machen können. Kann durchaus sein. Na egal. Have you come back to let us repay you for your genau, hier steht er noch an meiner Schuld, Jungs. Well, actually, there is something. Tell us, what is it? What is it? I'm looking for somebody. Here? On Monkey Island? We're the only people living on Monkey Island. Well, the only civilized people. I'm looking for 30 dead guys and one woman. I don't think I want to hear any more about it. Wait, maybe he's talking about those dead pirates. Richtig. Oh, yeah. Those guys. Then you've Jungs, seen the ghost pirate Chuck and his cadaverous crew? Those jerks have been bugging us for months. Zooming around here in that creepy ghost ship of theirs, wailing and moaning until all hours of the morning. Scaring away all the cruise ship business? Normally, when we have problems with the undead, we just cook up our standard potion of exorcism and be done with it. So why don't you do that now? Well, the main ingredient of the potion is a very rare Voodoo-Malzwurzel. There's only one in existence. Als Anti-Geistermittel. Aber LeChuck hat das Ding geklaut. Dieser Schuft. Where is he hiding it? He's in a place beneath this island. Somewhere in a huge system of catacombs, filled with the wailing of tortured souls trapped forever in the rock, where the walls bleed and the air is thick with the rancid smell of pure evil. Tourists used to line up for hours to see it. Sounds neat. Can I see it? No, we lost the key. Schlüssel haben wir ja schon benutzt. Well, we loaned it to a hermit who lives on the island. And until that crusty old pantless weirdo brings it back, we're keeping his banana picker. I'm off to find LeChuck and get the root. Sorry, but it's just not that easy. Ja, sehr zu schön gewesen. LeChuck could be very dangerous. You'd never find your way through the catacombs without them. Hey! Ixnay on the Edhe of the Avigator Nay. The what? Nothing. Nothing. Ude uye avhe a apme ave atacombs k? Ari say, oh no. We could at least tell him what the head does. Ich glaube, das sind alles Anagramme oder sowas. It's a navigator. Kann sicherlich auch irgendwie so umsetzen, dass man es versteht. It was once attached to a navigator. We've kept it alive magically, so we could take advantage of its innate sense of direction. Getting through the catacombs without it is impossible. But it's our only one, so you can't have it. Ja, wir brauchen den Kopf des Navigators aber, um da unten uns recht zu finden. After he gave us that nice aber dafür wollen sie was haben, als Ersatz für ihren Kopf. Come to the great monkey and visit your idol anytime. So, anyway, Lemonhead. Und das haben wir natürlich auch mit. Auch wenn ich hier früher sehr, sehr lange gebraucht habe, um zu überlegen, was sie überhaupt wollen. Im Endeffekt ist es schon relativ logisch. Und zwar ist es eine Broschüre über, wie man einen freien Kopf bekommt. We couldn't take that. You've already given us so much. Ja, das ist doch komplett. We couldn't take that. You've already given us so much. Genau. Das Flugplatz.
It looks like instructions on how to get ahead. Gut, im Deutschen hieß es, wie man einen klaren Kopf bekommt. Hier heißt es bloß, wie man Head. Das ist das nicht. Yes, I suppose we can give you this now. Thanks. Da ist er, unser Navigator. Oder der Rest vom Navigator. We keep it wrapped in this magical necklace that makes it invisible. Fand es am Original gruseliger aus. Naja, gut. Oh, look! He likes you. He likes you. Ja, ich mag dich auch. Just follow his nose and he'll lead you to LeChuck's hideout in the catacombs. Then get the root from LeChuck and come back here. We'll mix up a batch of our special enzymatic ghost dissolving solution. And you can pour it on LeChuck like salt on a slug. Yeah. Good luck. Danke. Gut, also, das war ein kleiner Grafikfehler. Er ist Eis gelaufen. Wir gehen jetzt wieder zurück. Nutzen den Navigator, um uns durch die Katakomben zu friemeln. Und klauen uns die Voodoo-Malzwurzel. Lassen uns von den Kannibalen daraus einen Trank brauen. Und nutzen den, um den Chuck wegzupusten. Mit Malzbier. Ja. Mit Malzbier kannst du jeden Geist vernichten. So einfach ist das. Wer hätte das gedacht? So. Also zu Halloween immer eine Flasche Malzbier dabei haben, dann kann euch nichts passieren. So. So, bevor wir uns hier durchfriemeln, mache ich nochmal eine kurze Pause.